Also, wir sind hier beim Unboxing der neuen Herr der Ringe illustrierten Ausgabe, die bei uns Mitte Oktober erscheint. Mit dabei Katja, Vertrieb links, bitte um Handzeichen. Und die Trixi aus dem Marketing. Und wer kommt da noch rein? Das ist der Roland aus dem Marketing. Ja. Yeah. Und jetzt beginnen wir. Sehr schön. Also, wir wissen das jetzt mal. Aber sehr rein. Ja. In der Hoffnung, dass ich nicht zerstöre. Ganz vorsichtig. Und dann kommt. Ja. Lass dir ja nicht fallen. Nee, alles da. So. So sieht das edle Stück aus. Und dann haben wir da hinten einen schönen Zettel, den man abwägen kann. So, das wäre rundum. Zettel? So. So, dass wir rundherum einen wunderschönen Ledereinband haben. Ist das? Ach, das ist, ja, Pappe. Lederoptik, jetzt haben wir es. In schöner Lederoptik. In schöner Lederoptik, genau. So, ich mache mal hier her. Dann haben wir das wunderschöne Cover. Willst du uns was drüber erzählen, wer die Illustrationen gemacht hat? Wer jetzt genau? Alan Lee. Alan Lee, genau. Alan Lee. Und wir haben hier, wenn man den Umschlag abmacht, super schön Leinenband mit Goldprägung. Sehr schön. Wir haben die Illustrationen hier irgendwo im Buch. Galadriel. Wir haben ein zweifarbiges Leseband. Ein ich würde mal sagen, es sind zweifarbige, sondern es sind zwei. Grautöne à la L'Oreal. Du darfst übernehmen. Okay, dann zeige ich mal noch eine weitere Illustration. Schauen wir da vor uns. So. Das sind die Gefährten genau, unterwegs. Das sind die Gefährten. Und unten sehen wir Orks. Also wir sind schon sehr weit vorne. Ah, das sind Merry und Pippin mit den Uruk-hai unterwegs. Genau. Ja? So. Soll ich noch was von weiter vorne zeigen? Ja, nicht verraten, wie es ausgeht. So, hier haben wir. Ja, schön. Das ist, glaube ich, der Spiegelsee. Ja. Sehr schön. Genau. Jetzt habe ich gerade was gesehen. Es war zwar keine Illustration, aber. Das ist auch sehr schön. Der Eingang zum Moria. Genau. Dann haben wir hier noch das Nebelgebirge. Genau. Sehr schön. Faszinierend. Ein bisschen weiter vorne kommt, glaube ich, auch dieses wunderbare Bild. Das ist auch vor. Das ist noch vor Moria. Genau. Wahrscheinlich. Da haben wir Gollum. Gollum. Gruseliger Gollum. Und vorne, wie gesagt, gibt es ja noch so ein Bild, wie ihm die Trolle. Genau. Wie ihm der Ring auf den Finger rutscht. Okay. Da müssen wir so. Im tänzelnden Pony. Mhm. Ja, ja, ja. Da haben wir es. Das ist nicht fantastisch. Und jetzt weiß man, warum Peter Jackson die Illustration von Alan Lee so wichtig war. Gut. Sehr schön. Das war unser Unboxing von Herrn der Ringe. Bis März nächsten Jahres, meines Wissens, ist er für noch 68 Euro zu haben. Ist nicht gerade wenig, wie man zugeben muss, aber schaut es euch an. Ist das nicht großartig? Danach wird es teurer. Also lasst es euch zu Weihnachten schenken. Gut, dann vielen Dank, Trixi. Bitte schön. Vielen Dank, Katja. Gerne. Und danke fürs Zugucken, Alex, auch wenn du jetzt hier im Bild bist. Tschüss.